sondern wir kommen nunmehr zum Tagesordnungspunkt 15, aufgerufen hatten, gemeinsam mit dem Tagesordnungspunkt 16 zu behandeln. Tagesordnungspunkt 15 ist ein fraktioneller Antrag, 16 ist ein Tagesordnungspunkt auf Antrag der CDU-Fraktion. Ich schlage vor, dass zunächst die beiden Antragsteller die Anträge einbringen und sodann als nächstes das beantragte und bestätigte Rederecht für Herrn Olaf Link zum Tragen kommt. Damit rufe ich zunächst den interfraktionellen Antrag Tagesordnungspunkt 15 auf. Wer bringt ihn ein? Bitte schön. Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Zuschauer. Ich freue mich, dass heute nun doch unser Antrag zur Einführung des Handwerkerparkausweises in Dresden eingebracht werden kann. Dieser Antrag stammt ursprünglich noch aus dem Jahr 2019 und ist mittlerweile rund anderthalb Jahre alt, hat an seiner Aktualität jedoch nichts verloren. Hintergrund für diese massive Verzögerung war, dass die CDU Zeit brauchte, unseren Antrag zu kopieren und deshalb zu Beginn des vergangenen Jahres eine Vertagung auf unbestimmte Zeit in den Ausschüssen beantragt und durchgesetzt hat. Dies unter dem Vorwand, man könne die von uns geforderten Parkerleichterungen für Handwerker und Kundendienstfahrzeuge nur gemeinsam mit der neuen Parkgebührensatzung behandeln. Obwohl man bereits wusste, dass die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen kein Regelungsgegenstand der Parkgebührensatzung sein können, verschleppte man unseren für das Handwerk so wichtigen Antrag fast ein Jahr lang von Sitzung zu Sitzung. Die CDU nutzte dann die Zeit, um unseren Antrag zu kopieren und handwerklich schlecht zu spezifizieren. Im Ergebnis haben wir fast ein Jahr Zeit verloren und behandeln jetzt beide Anträge zusammen. Obwohl wir dieses unkollegiale Verhalten der CDU gegenüber uns als Stadtratskollegen, aber auch gegenüber der Dresdner Handwerkerschaft verurteilen, sind wir doch froh, dass dank der Initiative der AfD-Fraktion die Dresdner Handwerkerschaft heute nun doch noch die Unterstützung aus dem Stadtrat bekommt, die sie verdient. Denn uns ist es letztendlich egal, welches Parteienlogo der Antrag trägt. Entscheidend ist, dass es unseren Bürgern hilft. Die Praxis mit der Erteilung von pauschalen Parkausweisen für bestimmte Gruppen ist nichts Neues. In Dresden haben wir beispielsweise Anwohnerparkausweise oder aber auch die Couponlösung für bestimmte Notdienste. Problem dieser Couponlösung ist, dass sie einerseits für die betreffenden Firmen mit einem enorm bürokratischen Aufwand verbunden ist, andererseits nur für außerplanmäßige und eilbedürftige Leistungen verwendet werden darf. Wird also beispielsweise der Sanitärnotdienst gerufen, um den kaputten Wasserhahn zu tauschen, kann er das Couponsystem nutzen und privilegiert parken. Kommt der Küchenbauer zum Wechsel desselben Wasserhahns, darf er dies nicht. Die derzeitige Couponlösung ist unverhältnismäßig aufwendig, nutzerunfreundlich und nicht mehr zeitgemäß. So ein Zitat aus der Stellungnahme der Handwerkskammer aus dem vergangenen Jahr. Dieser Position können wir uns nur anschließen. In vielen anderen deutschen Großstädten wie Heidelberg, Mannheim oder Köln hat man mit der Einführung von Handwerkerparkausweisen mittlerweile eine über alle Gewerke einheitliche Lösung gefunden, um es den Handwerkern auch in Gebieten mit hohem Parkdruck zu ermöglichen, ihre Baustelle oder ihren Ort der Dienstleistung auf kurzem Wege zu erreichen und ihnen so die Arbeit etwas zu erleichtern. Denn oft haben sie auch ein gewisses Sortiment an Werkzeug zur Baustelle zu tragen. Da ist jeder Meter weniger eine enorme Erleichterung der täglichen Arbeit. Auch in Dresden ruft das Handwerk bereits seit Jahren nach einer vergleichbaren Lösung. Bisher leider ohne Erfolg. Unser Antrag zielt darauf ab, dass der Oberbürgermeister beauftragt wird, den Stadtrat einen rechtssicheren Vorschlag zu unterbreiten, der unter Ausnutzung aller möglichen Handlungsspielräume eine höchstmögliche Verbesserung der Parksituation für Handwerker und Dienstleister mit Kundenfahrzeugen, also auch Pflegediensten, mit sich bringt. Das schließt im Mindestmaß die parkraumbewirtschaftenden Zonen und Anwohnerparkplätze ein, denn gerade Anwohnerparkplätze sind während der regulären Werkzeiten brachliegende Flächen, die von Kundendienstfahrzeugen problemlos genutzt werden könnten. Darüber hinaus könnte aber auch noch das Parken in Fußgängerzonen und verkehrsberuhigten Bereichen geprüft werden. Wie gesagt, maximal mögliche Ausnutzung der Handlungsspielräume. Was aber nicht geht, ist das Parken im eingeschränkten Halteverbot. Das ist ein Aspekt, der bereits in der Stellungnahme des Landesamts für Straßenbau für Verkehr eindeutig klargestellt wurde. Aus diesem Grund hatten wir den ursprünglich handwerklich schlecht gemachten Antrag der CDU auch keine Zustimmung geben können. Er wäre von der Rechtsaufsicht sowieso wieder gekippt worden und das hätte den Handwerkern in Dresden nicht wirklich geholfen. Wir wollten nämlich nicht, dass unser Handwerk am Ende des Tages wieder mit leeren Händen dastehen. Dass unsere Handwerker und Pflegedienstmitarbeiter am Ende des Tages nicht mit leeren Händen, wieder mit leeren Händen dastehen, darf nicht das Ziel
des Stadtrates und auch nicht das Ansinnen des Stadtrates sein. Deshalb sind wir froh, dass die CDU kurz vor Beginn der Sitzung heute noch nachgebessert hat und bedanken uns für die Tischvorlage und werden diesen Antrag auch so unterstützen. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir kommen nun zur Einbringung des Tagesordnungspunkt 16 auf Antrag der CDU-Fraktion. Herr Kaden bringt den Antrag ein. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, an meinen Vorredner kann ich direkt anschließen. Sie sollten vielleicht ein bisschen mehr bessere Laune ausstrahlen. Dann könnte man vielleicht Ihren Reden auch noch ein bisschen mehr abgewinnen. Würde ich so als kleinen Tipp noch mal mitgeben. Und dass es konkurrierende Anträge gibt, ist doch gut. Und Sie wissen ganz genau, dass wir als CDU-Fraktion mit Ihnen keine gemeinsamen interfraktionellen Anträge machen. Und so ist nun mal hier die Geschäftsgrundlage. Und am Ende ist es doch entscheidend, dass wir fürs Handwerk was hinbekommen. Also, worum geht's? Wir glauben, dass eine handwerkerfreundliche Innenstadt wichtig ist, damit unsere Handwerkerinnen und Handwerker auch ihre Kunden erreichen. Und es ist auch im Sinne unserer Bürger. Und es gibt immerhin etwas mehr als 5.000 Unternehmen in der Stadt, die Lieferfahrzeuge und Handwerkerfahrzeuge haben und die letzten Endes Ausnahmegenehmigungen nach § 46 der Straßenverkehrsordnung gern nutzen möchten, um in der Innenstadt tätig zu sein. Und ich denke, wir sollten auch immer beachten, dass wir alles, was wir an Restriktionen in der Innenstadt schaffen, nicht so weit zulassen dürfen, dass am Ende des Tages Handwerker nicht mehr ihre Kunden in der Innenstadt besuchen, weil sie sagen, es ist mir einfach zu kompliziert und sich das Handwerk aus der Innenstadt zurückzieht. Und dem möchten wir entgegenwirken und ermöglichen, dass Handwerker bei der Verrichtung ihrer Dienstleistungen in Anwohnerparkzonen, in Gebieten, wo es die Parkraumbewirtschaftung gibt oder auch in verkehrsberuhigten Bereichen ihre Fahrzeuge in der Zeit, wo sie Dienst am Kunden tun, entsprechend abstellen können. Und dafür soll es Ausnahmegenehmigungen geben. Und die gibt es im Grunde schon, das ist die benannte Couponlösung. Und die Couponlösung will ich kurz noch mal vorstellen, um was es sich hier handelt. Sie können pro Fahrzeug eine Genehmigung beantragen. Sie bekommen dann, wenn Sie das genehmigt bekommen, für jedes Einzelfahrzeug eine Genehmigung. Sie bekommen ein Couponheft mit 10 Coupons, die Sie dann bei Nutzung auch noch ausfüllen müssen. Die müssen Sie dann ins Auto legen. Sie müssen dann, wenn die Coupons alle sind, schriftlich erneut Coupons beantragen, müssen dann dort eine Kopie Ihrer bereits erteilten Genehmigung wieder einreichen. Dabei müssen Sie aufpassen, ob Sie den Couponzettel blau oder gelb nehmen, weil der eine gilt für 120 Minuten und der andere ist ohne Zeitbegrenzung. Da muss man sich mal die Frage stellen, wer hat sich denn das ausgedacht? Oder anders formuliert, wer sorgt denn heute immer noch dafür, dass in der Verwaltung eine derartige Lösung weiter betrieben wird und nie selber jemand auf die Gedanken kommt, dass man das besser machen kann. Und genau das wollen wir. Und deshalb haben wir vorgeschlagen, dass man in Zukunft eine Genehmigung bekommen kann für bis zu 5 Fahrzeuge. Diese Genehmigung kann man dann immer für ein Fahrzeug verwenden und es gibt Tarife buchbar für ein Jahr und für 2 Jahre. Und ich freue mich sehr, dass das in dem vorhergehenden Tagesordnungspunkt und deshalb haben wir es auch gemeinsam behandelt und das war auch der Grund, warum wir Wert gelegt haben, dass wir das mit der Gebührenordnung verknüpfen, dort bereits jetzt mit drin. Und dann wollen wir noch ein Stück weiterkommen. Wir wollen nicht stehen bleiben auf dieser Art und Weise, wie das heute funktioniert, sondern wir wollen das Ganze digitalisieren. Wir wollen einen gescheiten elektronischen Prozess, wo der Handwerker die Genehmigung elektronisch beantragen kann, wo er sie elektronisch bekommt, wo er am Ende eine App-Lösung hat und wenn er an den Ort seiner Leistung fährt mit seinem Handwerkerfahrzeug, dann kann er sein Handy ziehen, er kann mit seiner App sich geolokalisieren lassen und sagen, mein Fahrzeug steht jetzt hier, ich buche einen bestimmten Zeitslot, dort will ich meinen Kunden besuchen und damit ist das Fahrzeug entsprechend mit der Genehmigung registriert und dann kann er, wenn es länger dauert, noch nachbuchen. Das ist modern und das wollen wir. Und dazu wollen wir die
Verwaltung beauftragen, uns bis Ende dieses Jahres ein entsprechendes Konzept vorzulegen, was wir im Ausschuss für Wirtschaftsförderung uns nochmal anschauen, und dann soll das umgesetzt werden. Und so muss das heute laufen, modern, effizient und digital. Das ist unser Ansinnen. Und da der Antrag natürlich Diskussionen hervorgerufen hat, wollen wir heute auch noch ein paar Dinge aufnehmen. Wir wollen aus dem Antrag noch mal rausnehmen, das Parken auf Gehwegen, das Parken im Halteverbot. Das ist ja zu Recht kritisiert worden und auch juristisch unterlegt worden, dass das so nicht geht, wie wir das vorgeschlagen haben. Wir wollen die beiden Punkte, die im Top 14 drin sind, auch so in diesen Antrag jetzt reinschreiben. Das heißt, die Genehmigung für 3 Monate und 6 Monate, wie wir es vorgeschlagen haben, fällt raus. Und zu guter Letzt wird das Konzept nicht Ende des letzten Jahres vorgelegt werden müssen, weil das ist schon vorbei, sondern wir wollen das bis Ende diesen Jahres entsprechend umsetzen lassen. Und ich glaube, da haben wir am Ende eine wirklich gute Lösung auf den Weg gebracht, die den Handwerkern in unserer Stadt einen echten Nutzen bringt, die Bürokratie nach hinten drängt und wirklich mal was schafft, was uns bei dieser Sache nach vorne bringt. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einbringung zu Tagesordnungspunkt 16. Wir kommen jetzt zu dem bestätigten Rederecht. Ich darf Herrn Olaf Link nach vorne bitten, Innungsobermeister der Innung Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Herr Link, seien Sie an dieser Stelle noch mal herzlich willkommen. Vielen Dank für Ihre Geduld. Dafür gehört Ihnen jetzt quasi die absolute Aufmerksamkeit, weil Sie so nicht der allerletzte Redner, aber ziemlich zum Schluss, quasi zum Höhepunkt der Sitzung da sind. Herzlich willkommen, Sie haben das Wort. Ja, sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Olaf Link, wie schon bekannt gegeben. Ich bin der amtierende Obermeister der Innung Sanitär-, Heiz- und Klimatechnik in Dresden. Wir verkörpern ungefähr 180 bis 190 Betriebe der Sanitär-, Heiz- und Klimabranche hier in Dresden. Das ist ungefähr die Hälfte von den Betrieben, die hier überhaupt in der Branche unterwegs sind. Also wir haben nicht alle organisiert, aber immerhin die Hälfte. Ich wurde von der Handwerkskammer und der Kreishandwerkerschaft gebeten, zum Thema Parkplatzsituation in unserer Stadt aus der Sicht des Handwerks zu sprechen. Seit 82 bin ich also 1982 bin ich in dem Beruf zuerst bei der Gebäudewirtschaft und seit 1992 selbstständig im Kundendienst tätig und habe die Entwicklung der Verkehrssituation in Dresden somit ständig verfolgen können. Und ich muss sagen, sie hat sich permanent für uns Handwerker verschlechtert. Durch den teilweise ideologisch begründeten massiven Rückbau und die fortschreitende Bewirtschaftung der verbliebenen Parkflächen werden wir in unserer Arbeit als Kundendienstleister immer mehr behindert. Hier möchte ich besonders die Straßenumbauten auf der Leipziger Straße, der Schandauer Wehlener Straße nennen, die nach Fertigstellung zu parkplatzlosen Staufallen wurden. Ebenso der geplante Wegfall von Parkplätzen unterhalb des Blauen Wunders, was die Parkplatzsituation um den Schillerplatz weiter verschärfen würde. Diese Aufzählung könnte ich noch beliebig weiterführen, soll aber als Beispiel erstmal genügen. Um dies insgesamt zu untersetzen, schildere ich immer den Arbeitstag eines Handwerkers im Kundendienstbetrieb. Der Handwerker erhält einen Auftrag beim Kunden X, beispielsweise eine Badewanne zu wechseln. Dazu muss zuerst der vorhandene Zustand überprüft werden, es wird aufgemessen und so weiter. Danach, das wäre praktisch die erste Antwort, wo jetzt der Handwerker schon mal ein Parkticket ziehen müsste oder wie gesagt irgendwo sich hinstellt, ob es so genehmigt ist oder nicht, sei da hingestellt. So, danach holt er das erforderliche Material, Badewanne, Wannenträger, Zubehör, fährt wieder zum Kunden und beginnt mit B- und Entladen des Fahrzeugs. Die Materialien, die Werkzeuge, Werkzeuge sind schwer, Materialien sind sperrig, also sehe ich zu, dass ich in der Nähe des Kunden einen Parkplatz erhalte, damit ich nicht so lange Wege habe und nicht das ganze Material und Werkzeug kilometerweise durch die Stadt zu tragen. Und da beginnt das Dilemma. Gerade in der Innenstadt und in der Neustadt ist das Parken für unsere Handwerker fast unmöglich. Teilweise durch Schranken, gesperrte Anwohnerparkplätze oder zugeparkte Straßen machen es uns schwer, unsere Kunden zu erreichen. Erforderliche Parkplatzgebühren scheitern oft an nicht vorhandenem Kleingeld, sodass Handwerkerfahrzeuge für das Ordnungsamt meistens eine sichere Einnahmequelle sind. In der Neustadt kommt noch ein schwieriges Anwohnerklientel hinzu, was manchmal sogar zu Beschädigung unserer Fahrzeuge endet. Einige unserer Kollegen lehnen, genau wie ich, aus vorgenannten Gründen Aufträge aus diesen sogenannten Szeneviertel ab. Hier muss endlich eine pragmatische Lösung gefunden werden. Diese kann aber nicht
Hier muss endlich eine pragmatische Lösung gefunden werden. Diese kann aber nicht die Empfehlung von Lastenfahrrädern oder Ähnlichem sein. Jeder, der schon mal eine Palette Fliesen oder einen Heizkessel damit transportiert hat, weiß, wovon ich rede. Unsere Handwerker haben mehrmals täglich wechselnde Arbeitsorte und sind somit auf die Fahrzeuge angewiesen. Des Weiteren dienen Handwerkerfahrzeuge nicht nur dem reinen Transport von Werkzeugen und Material, sondern sind zugleich oftmals auch Pausen- und Rückzugsraum für unsere Mitarbeiter, gerade in der kalten Jahreszeit. Der bisherige Handwerkerparkausweis hat sich in der jetzigen Form nicht bewährt. Er hat sich als viel zu umständlich und teuer erwiesen und wurde deshalb von vielen Handwerkern nicht angenommen. Statt auf eine längst nicht mehr zeitgemäße, umständliche Couponlösung muss Dresden eine fortschrittliche Lösung für den Handwerkerparkausweis eingebettet in das Gesamtparkkonzept finden und die Parksituation für Handwerker verbessern. Gute Lösungsansätze gibt es hier bereits. Die CDU hat in ihrem Antrag das entsprechend auch eingebracht. Hinzu kommt, dass die Anforderungen und finanziellen Belastungen für Gewerbetreibende und Handwerker in den letzten Jahren stark zugenommen haben. Vergleichsweise hohe Parkgebühren müssen erst einmal erwirtschaftet werden. Und da wir keine Alternative haben, empfinden wir die Verteuerung des Parkens als ungerecht, da sich zudem die Handwerkerleistung für städtische Kunden deutlich verteuert, wenn er nicht gegengesteuert wird. Außerdem bezahlen wir über die Gewerbesteuer bereits einen nicht unerheblichen Anteil in eine funktionierende Infrastruktur. Für andere Fahrzeuggruppen sind relativ schnell Lösungen gefunden worden. Ich denke da zum Beispiel an Parkflächen für E-Fahrzeuge mit und ohne Ladesäule. Ein Lösungsansatz hier wäre zum Beispiel das Parken mit einem sichtbar ausgelegten Vordruck auf dem Armaturenbrett, die den Handwerker mit Telefonnummer und Arbeitsort bezeichnet, sodass dieser notfalls angerufen werden kann. Diese Vordrucke könnten von der Stadt ausgegeben werden, beispielsweise für ein oder zwei Kundendienstfahrzeuge pro Firma. Es geht hier dabei nicht um den Bevorzugung des Handwerks, eher um Nachteilsausgleich. Es geht darum, die bestehenden Regeln für Handwerkerparken so umzusetzen, dass für den Einsatz befindlichen Handwerker die rechtlich vorgesehenen Ausnahmen nach § 46 StVO ohne bürokratischen Aufwand ausgeschöpft und umgesetzt werden können. Anders als in Dresden haben viele Großstädte, darunter zum Beispiel Berlin, Köln, München und Frankfurt, bereits Lösungen für nutzerfreundliche Handwerkerparkausweise, was das Arbeiten in der Stadt für Handwerker wieder attraktiv macht. Dresden ist eine urbane Großstadt und auf eine funktionierende Infrastruktur angewiesen und das Handwerk gehört zweifelsfrei dazu. Deshalb möchte ich Sie auffordern, uns das Arbeiten in unserer Stadt nicht unnötig durch restriktive Verkehrspolitik zu erschweren, denn Reparaturen an und in Gebäuden lassen sich noch nicht virtuell umsetzen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Link. Ich habe auf der Rednerliste zurzeit noch Herrn Aschenbach. Bitte schön, Sie haben das Wort. Hallo. Willkommen zu Parken. Wie geil ist das denn? Teil 2 von X. Hier Handwerker. Nachdem wir festgestellt haben, wie lästig Parken im Allgemeinen ist und dass man es tunlichst vermeiden sollte, kommen wir zum unvermeidbaren Rumgeparken. Handwerker zum Beispiel parken beruflich. Die bezahlten Profi-Parker hätten wahrlich weniger Probleme, wenn nicht jeder Idiot mit seinem SUV durch die Stadt rollen bzw. parken würde. Aber so wollen das ja die Antragsteller. Die After und Freien Wähler rechts und die CDU beantragen Parkerleichterung für Handwerker. Handwerker haben Hämmer, fette Maschinen, Manneskraft, trinken mittags schon Bier und man sieht, was sie machen. Cool. Da sie das Parken in Handwerkerrechnung stellen und diese sicher nicht von 12 Euro am Tag fett wird, wäre Gebührenerleichterung offensichtlich rein psychologischer Natur. Deswegen sollen die Jungens bei der Verrichtung ihrer gewichtigen Geschäfte auch auf Gehwegen, in Halteverboten und so weiter und umsonst parken dürfen. Klar fänden sie das super. Die Antwort der Verwaltung ist eindeutig. Hier regiert die StVO. Das Landesamt für Straßenbau betont die Unzulässigkeit von der Befreiung vom Verbot des Parkens im eingeschränkten Halteverbot und auf Gehwegen ausdrücklich. Massenhaft erteilte Ausnahmegenehmigungen, das erklärt sich eigentlich selbst, kann die Verwaltung nicht verteilen. Zwischen Berufs- und Hobbyparker macht das Verkehrsschild keinen Unterschied.
Die Law and Order Apologeten von der CDU werden mir zustimmen. Vor Corona und der STVO sind wir alle gleich. Selbstverständlich beugt sich diese Gleichheit vor der Realität. Lieferverkehr frei. Und worüber reden wir überhaupt? So restriktiv ist es dann sowieso nicht. Bei Bedarf bekommt man für 90 Euro 10 Tagescoupons. Den unverhältnismäßigen Aufwand, so einen Coupon auszufüllen, erkenne ich nicht. Aber Apps, meinetwegen, darauf steht ihr Kids ja. Für Lieferverkehr, Baustellen und den ganzen anderen Kram gibt es entsprechende Regelungen. Wenn der CDU und den ganzen Rechten etwas daran läge, dass die Infrastruktur den reibungslosen Ablauf für zum Beispiel Handwerker hergibt, dann würden sie von ihrem Autofetisch ablassen. Stattdessen kommen hier diese populistischen Quatschanträge, Handwerk und was mit Autos, das zieht immer. Pimmelsmiley. Vielen Dank, Herr Aschenbach. Eine Wortmeldung noch von Frau Krause, bitte sehr. Ja, sehr geehrter erster Bürgermeister, Entschuldigung, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte für meine Fraktion auch nochmal zu dem Antrag Stellung nehmen. Sie haben zwar einige Dinge jetzt hier schon rausgestrichen aus dem ersten Beschlusspunkt. Für mich persönlich ist aber auch das Parken in verkehrsberuhigten Bereichen, auch bekannt als Spielstraße, eigentlich ein No-Go. Das Halten und zum B- und Entladen ist dort ja möglich, aber das Parken sollte dort eigentlich nicht möglich sein, weil Kinder dort spielen können, weil es die Sichtbeziehungen stark einschränkt. Ich finde das nicht in Ordnung. Den anderen Punkt, der als nächstes kommt, den haben wir eben gerade schon beschlossen. Insofern finde ich auch ein bisschen überflüssig, aber das kann man jetzt hier so lassen. Und als letzten Punkt haben Sie angefügt, die elektronische Ausführung dieser Anträge. Das finde ich an sich in Ordnung, aber ich glaube, das ist nicht weitgehend genug. Denn was braucht denn ein Handwerker? Er braucht tatsächlich dann den Parkplatz. Und das ist das Problem, was wir hier nicht lösen. Wir legalisieren aktuell relativ häufig geduldetes und noch viel häufiger durchgeführtes Fehlverhalten bezüglich der STVO. Und das finde ich eigentlich nicht in Ordnung. Wir brauchen eigentlich, um das Handwerk zu stärken, und übrigens nicht nur das Handwerk, sondern auch viele andere Wirtschaftsbetriebe, die nicht in der Handwerkerschaft organisiert sind, tatsächlich freie Parkplätze. Kollege Aschenbach hat es eben in seiner unveränderlichen Art und Weise ausgedrückt. Das Einzige, was wirklich helfen würde, wären mehr freie Parkplätze. Wir haben uns aber eben zum Beispiel dazu entschieden, die Parkgebühren nicht drastisch anzuheben. Das hätte man machen können. Dann hätte man vielleicht mehr Platz auf den Straßen. Aber nein, das haben wir nicht getan. Also gibt es noch andere Möglichkeiten, nämlich die Umgestaltung des Straßenraums. Auch hier gibt es große Hürden. Die STVO ist da ein dickes Brett. Aber ich habe bis jetzt noch nicht erlebt, dass Unterstützung gekommen wäre in Bereichen, wenn man Straßen umgestaltet, dass man dort nochmal Bereiche freihält, wo sowas möglich ist, wo wir auch mal gemeinsam Lösungen finden, wie man tatsächlich das Problem lösen kann und nicht nur die illegalen Ausgleichshandlungen versucht zu legalisieren. Und deswegen werden wir diesem Antrag heute nicht zustimmen. Vielen Dank, Frau Krause. Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Insofern können wir in das Abstimmungsverfahren eintreten. Wir haben die Tagesordnungspunkte 15 und 16 gemeinsam behandelt, müssen Sie natürlich eigenständig abstimmen. Und ich rufe damit zunächst die Abstimmung zum Tagesordnungspunkt 15 auf. Hier weise ich darauf hin, dass der Ausschussbericht des federführenden Ausschusses ein negatives Votum hatte. Das heißt, wer dem Ausschussbericht zustimmt, lehnt den Antrag ab. Ich darf damit im Tagesordnungspunkt 15 den Bericht des federführenden Ausschusses aufrufen und bitte um Ihr Handzeichen, wenn Sie diesem zustimmen. Gegenstimmen? Enthaltung? Bei 33
Ja-Stimmen und 33 Nein-Stimmen ist der Bericht des federführenden Ausschusses abgelehnt. Was bedeutet, wenn der Ausschussbericht abgelehnt ist, kommen wir auf den Ausschuss, den ursprünglichen Antrag. Und ich darf damit den Ursprungsantrag zur Abstimmung rufen und bitte um Ihr Handzeichen, wenn Sie dem Antrag Ihre Zustimmung erteilen. Gegenstimmen? Enthaltung? Ein konsistentes Abstimmungsbild, 33 Ja-Stimmen, 33 Nein-Stimmen ohne Enthaltung, also ist auch der Ursprungsantrag abgelehnt. Wir kommen damit zum Tagesordnungspunkt 16. Hier gibt es einen Änderungsantrag der CDU-Fraktion, den wir zunächst abstimmen. Ich darf damit den Änderungsantrag der CDU-Fraktion zur Abstimmung bringen und bitte Sie ums Handzeichen, wenn Sie dem die Zustimmung erteilen. Gegenstimmen? Enthaltung? Der Änderungsantrag hat mit 50 Ja-Stimmen, 16 Nein-Stimmen und einer Enthaltung eine Zustimmung gefunden und ich rufe damit den so geänderten Ausschussbericht zur Schlussabstimmung und bitte um Ihr Handzeichen. Gegenstimmen? Enthaltung? Dies hat bei 50 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen ohne Enthaltung eine Zustimmung gefunden. Ein Blick auf die Uhr, 22.10 Uhr, ergibt, dass wir die Tagesordnung für heute zwar nicht geschafft haben, wir gleichwohl die Sitzung abschließend bearbeitet haben. Ich bedanke mich für die in den weiten Teilen konzentrierte Debatte und Abstimmung. Ich wünsche Ihnen einen guten Heimweg. Bleiben Sie gesund und hiermit schließe ich die Sitzung.